Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Europa Universalis 4 mit Bayern hier im Heiligen Römischen Reich unterwegs. Ja, und dieses Bayern wird immer größer, ne? Wir haben beim letzten Mal uns Augsburg einverleibt, die Provinz Augsburg. Da läuft aktuell die Kernprovinzerstellung, 6,3% sind bereits abgeschlossen. Ja, wir hatten einen Krieg mit Augsburg, mit Salzburg und mit Würzburg und ja, haben unsere Machtprojektion entsprechend ausgebaut. Ja, wieder auf ein gutes Level gebracht, ne, dass wir weiter uns diese Boni sichern, der Gratisanführer plus weitere Machtpunkte. Und wir haben Ansbach in die Unabhängigkeit entlassen. So, was ist jetzt passiert? Ein bedeutender Mann in unseren Diensten ist gestorben. Das muss einer unserer Berater sein, vermutlich. Ja, genau, so sieht's aus. Wir haben nur noch einen Berater, also einen für die administrative Macht. Mein Gott, schwieriges Wort. Der bringt uns jährliches Prestige. Was hätten wir denn hier noch zur Auswahl? Diplomatisches Geschick, Handelseffizienz. Ich glaube, das diplomatische Geschick ist gar nicht zu unterschätzen. Das gibt nämlich diverse Boni. Können wir uns das überhaupt nur leisten? Bestimmt. So, Militärberater. Moral der Armeen, jawohl. Das ist ein sehr guter Kollege hier. So ein Armeereformer, ich meine, plus 10% Moral, das ist sehr positiv. Also den holen wir uns auch noch und sind alle besetzt. Wir bekommen plus 7 jeden Monat, das ist schon mal nicht verkehrt. Schauen wir es uns kurz an. Wir haben mit Brandenburg, Österreich und der Pfalz jeweils ein Staatsbündnis plus eine Ehe. Hier diese diplomatische Reputation, da merkt man schon, dieser Berater, den wir gerade eingestellt haben, diesen Clemens, der bringt ja nochmal plus 1. Ja, und das hilft uns natürlich. Das ist jetzt nicht von Nachteil. Wir haben mit der Schweiz einen weiteren Rivalen am Start. Genau. Also Augsburg ist gewichen und die Schweiz ist jetzt neu dazu gekommen. So, dann würde ich sagen, wir zahlen mal wieder nur den halben Sold. Ne? Weil wir müssen ja sparen. Oder ja, sagen wir, machen wir mal. Zwei Drittel Sold gibt's. So, und ich sollte vielleicht mal meine Inflation senken, das kostet mich 75 Macht, 2 Punkte. Man sieht, was das bedeutet hier. Der ganze Spaß kostet alles 5,6% mehr Geld. Das finde ich nicht gut, also wir senken mal die Inflation. Kostet natürlich Admin-Macht, aber hey, was soll ich machen? Ja, da muss ich jetzt durch. Komm, dann hauen wir noch mal einen raus. 1,6%, das kann ich noch verschmerzen, das ist noch in Ordnung, aber ich meine, 5% ist dann schon ja, ein Wert, wo ich sage, das muss eigentlich nicht sein. So, und die Rebellen werden wieder größer bei uns. Das gefällt mir gar nicht. So, dann wollen wir hier die Truppen aufteilen. Dann wollen wir unseren Anführer Nummer 2 reinsetzen. Unseren, ja, König. Dass wir zumindest in beiden Provinzen einen Trupp mit Anführer haben. Weil wenn die Rebellen aufständig werden, dann kommt es hier direkt zur Schlacht. Und das ist immer gut, wenn man einen Anführer hat. Das haben wir ja schon gelernt, ne? So. Ja, des Friedens liegen hinter uns. Mainz, oh, hat man gerade gesehen. Mainz hat ebenfalls wohl gerade die Militärstufe abgegradet, genau. Wie sieht's hier aus? Nicht wirklich prickelnd, nee. Wie geht's im Österreicher? Der wünscht sich immer noch Oberschwaben. Das regt mich ganz schön auf. Wann hört denn der Blödsinn hier eigentlich auf? 1473, also 10 Jahre noch, dann ist dieser Anspruch hier verschwunden. Das ist sehr positiv. So, ja, wie machen wir weiter? Nächste Frage. Würzburg hat uns gern, das finde ich auch faszinierend. Wir haben denen Ansbach weggenommen und die haben uns trotzdem gern. Halt, stopp, nee, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte hier weiter ausbauen, aber das tun wir schon. Die Pfalz, sind wir auch schon auf plus 200, aber gut, den Pfälzer, den werden wir nicht überredet bekommen. Dann würde ich sagen, wir investieren hier nochmal in Trier. Nochmal ein bisschen schleimen. Ja, während sich langsam aber sicher unsere Rekrutenreserve hoffentlich bald erholt. Das ist nämlich auch so ein Punkt. Oh, schau mal hier in Frankreich. Da geht es gerade ab. Französische Thronanwärter-Rebellen sind hier unterwegs. Was ist bei euch los? Ach, ihr habt so einen Regentschaftsrat, deswegen, okay. Oh, und die haben einen Nachkommen mit nur sehr schwachem Thron Anspruch, ja, so kann man es nennen. Gleiche Dynastie wie die Provence und Berry. Eieiei. Was hat sich denn sonst so auf der Karte geändert? Das könnte man sich mal anschauen. Oh, die Osmanen sind auf dem Vormarsch. Die breiten sich hier aus.
Moskau ist auch nochmal ein Stück größer geworden, so gefühlstechnisch. Estland ebenfalls. Dänemark hält sich gut. In England und Schottland tut sich auch nicht wirklich viel. Gut, die PU, Aragon, Kastilien, das haben wir ja mitgekriegt, ne? Naja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Jetzt wäre es spannend zu wissen, ob da die Kollegen hier aus Portugal und Spanien schon hier zum Kolonisieren anfangen. Aber ich glaube, dann kommt entsprechender Hinweis, oder? Wenn da die neue Welt entdeckt wird, so, was ist hier los? Die von Wittelsbach-Dynastie ist erschüttert. Das ist ja unsere. Es scheint ein Missverständnis bezüglich des Erben der Urgroßmutter von Albrecht III. Gegeben zu haben. Anscheinend war sie die Tochter eines einfachen Bauern aus dem Umland von München. Inbrünstig abstreiten kostet 5 Legitimität oder Prestige verlieren. Ja, da verliere ich lieber Prestige als Legitimität. Das war jetzt wieder so ein doofes Ereignis. So ein Negativereignis. Ja, es trifft uns immer da, ne? So mit diesen. Hatten wir schon mal ein positives Ereignis? Nur selten, glaube ich. Nur sehr selten. Ja, wir könnten noch mal überall im Reiche so ein bisschen rumschleimen. Es schadet nicht, Freunde, es schadet nicht. So, was ist mit Mailand eigentlich? Oh, die sind auch kleiner geworden, ne? Ja, die sind kleiner geworden. Die haben auch auf die Mütze gekriegt, offenbar. Die Mailänder. Eieiei. Savoy, ne? Mit denen könnten wir eigentlich auch mal kurz Beziehungen verbessern. Einfach überall ein bisschen einschleimen, ne? Solange wir nichts tun können, so wie jetzt, dass wir warten, bis Manpower wieder kommt. Also unsere Reserve, ne? So, wir können sogar zwei zusätzliche Einheiten ausheben. Dann mache ich das doch mal. Langbögen. Zweimal hier in Oberschwaben, bitte. Dann können wir die nämlich hier gleich direkt integrieren in diese bestehende Truppe hier um unseren tollen Anführer, den Ignaz Satzenhofen. Was ein Name. Salzburg hat uns immer noch als Rivale, das ist erstaunlich. Und das, obwohl die so klein sind. Wer hätte das gedacht? So, was geht in Österreich? Da passiert nichts. Was geht mit Ungarn? Da ist Frieden. Ah ja, Ungarn hat einmal Frieden zur Abwechslung. Transsilvanien erhebt sich. Ui, kaum sage ich's. Erklärt Österreich den Krieg? Eroberung. Ah ja, Österreich will sich auch vergrößern. Vergrößern. Moldawien. Ja, Moldawien ist doch eine Mark, oder? Nee, Moldawien ist ein Vasall. Ah ja, war das nicht mal eine Mark von Polen? Die Walachei fehlt komplett. Sehe ich gerade so, ne? Genau, die Walachei, die gibt's nicht mehr. Dann hat sich der Osmane gesichert. Eieiei, der wird immer größer. Da müssen wir echt aufpassen mit dem Kollegen. Der drängt hier immer mehr nach Europa rein. So, Österreich, jetzt pass auf. Du machst Krieg. Wo denn hier, bitte? Mit Savoy sind die verbündet. Ah ja, die sind auch im Krieg. Okay. Das ist interessant. Österreich hat immer noch Ungarn, Bayern und die Pfalz. Ungarn ist nicht im Krieg und die Pfalz ist auch nicht im Krieg. Heißt, Österreich macht diese Kiste komplett alleine. Ja, das soll mir recht sein. Verheizt nur eure Truppen. Es ist nie verkehrt, wenn der Kaiser ein bisschen Truppenstärke einbüßt. Also vorausgesetzt natürlich, wir sind nicht Kaiser. Deswegen passt es schon. Ist das schon okay? Kaum sage ich's. Kaum sage ich's. Jetzt ruft er uns. Jetzt ruft uns Österreich in die Schlacht. Na, herzlichen Dank. Schaffst du es alleine nicht, wa? Gegen das kleine Land hier. Ist ja peinlich für dich, Österreich. Ja, kann ich nicht absagen. Ey. Kann ich nicht absagen. Ja, dann hat sich hier diese Schleimaktion natürlich ab sofort erledigt. Militärunterhalt. Nach oben. Ja, ich bin dabei, Österreich. Ist okay. So, wir sind im Krieg. Die Pfalz ist auch dabei.
Die haben insgesamt ja 16.000 Truppen ungefähr. Ja gut, ich meine, glaube, da haben wir mehr Pferde, als was die Truppen haben. Da müssen wir uns, glaube ich, nicht unterhalten drüber, oder? Da mache ich nichts, da stehe ich jetzt blöd rum. Da mache ich nichts, Freunde. Oh, beziehungsweise vielleicht mache ich doch was. Vielleicht komme ich hier mit in den Kampf. Ja, da komme ich sogar mit rein. Weil dann gibt es nämlich noch ein bisschen Prestige und Armeetradition abzugreifen, wenn wir damit reinkommen. Und vor allem, was auch wichtig ist, wir sind erst spät in das Gefecht dazugekommen. Man muss jetzt da wissen, das hier sind die Truppen, wie sie sich zusammensetzen. Also hier, ne, welches Regiment steht wo, hier, wie sieht es mit Flankenangriffen aus und sowas. Deswegen sind die Reiter auch nicht ganz unwichtig, weil die nämlich von der Flanke angreifen können. Und je breiter hier man aufgestellt ist, da hat man eventuell noch einen Vorteil über die Flankenpositionen, also die Gefechtsbreite. Wir haben hier klar einen Moralvorteil. Was die Waffentechnologie angeht, ist es, denke ich, ausgeglichen. Ja, und unsere Truppen stehen weiter hinten. Ne? Die sind nicht direkt hier in der Front, wo jeder angreift. Man sieht hier in der Mitte, vorne da sollte es eigentlich nicht stehen, gell? Da steht die Pfalz, ja, das ist mir recht. Ja, die Pfalz waren ja als Erste im Kampf, also die werden jetzt am meisten Truppen verlieren. So. Ja, haben wir doch wieder ein bisschen Prestige und Armeetradition abgegriffen. Das ist doch nicht schlecht. Das ist doch nicht schlecht. So, wo rennen die jetzt hin? Nach Waldstätten. Ne, die hauen weiter ab, so wie es aussieht. Wisst ihr was, wir belagern hier einfach mal eine Runde mit. Ne, dann gibt es noch ein bisschen Punkte für uns. Das ist doch okay. Das sind alles Punkte. Ah, beziehungsweise, nö. Ah, okay. Thema ist erledigt. Also Augsburg gehört jetzt uns. Ne, ich könnte eigentlich versuchen, hier noch weiter Armeetradition und Prestige einzufahren. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Ja, da komme ich jetzt. Ja, da komme ich zu spät. Mist. Da komme ich zu spät. Ja gut, dann belagere ich hier halt ein bisschen. Ist mir dann auch egal. Ja, dann holen wir uns noch ein bisschen Kohle. Ja klar, jetzt muss der hier drauf latschen mit seinen Jungs und mir noch weitere Zermürbung draufknallen. Du bist der Held. Oh, jetzt kommen die nächsten. Schaut euch das an. Also die KI ist manchmal echt ein bisschen schwierig. Manchmal nicht ganz nachvollziehbar. So. Also hier durch Bayern besetzt. Warum durch Bayern besetzt? Weil wir als Erste hier waren, ne? Zum Besetzen. So, was gibt's hier? Jawohl, hier holen wir uns ein Gold pro Runde. Das ist okay. Und jetzt fresse ich hier auch keine Zermürbung mehr, weil jetzt habe ich hier besetzt. Das heißt, meine Truppen werden jetzt versorgt. So, weißt du was? Dann gehst du mal darüber. So, also wir kassieren jetzt keine Zermürbung mehr. Das ist sehr positiv und ich hole mir halt einfach ein bisschen Geld. Beziehungsweise, weißt du was? Ich kann da jetzt nicht hin, oder? Weil das Festung ist. Sehr gut, dann bleibst du hier stehen. Dann bleib hier stehen und hol dir die Kohle. Machen wir hier noch ein bisschen Kriegsbeute. Das ist sehr schön. Das sieht man hier, Kriegsbeute 0,9. Finde ich sehr sympathisch. Und es kostet uns keine Manpower und Österreich ist glücklich mit uns. Ne? Wir sind gemeinsam im Krieg, wir haben das Bündnis geehrt, das gibt alles Punkte. Alles Punkte, so. Okay, Würzburg hat uns wieder gern, das freut uns natürlich, dankeschön. Wie sieht es mit dir eigentlich aus? Würzburg, was hast du? Ansbach, Sachsen, Württemberg, Memmingen. Oh, Bündnis mit der Pfalz, das sehe ich aber nicht gern. Was, die haben einen Waffenstillstand mit der Pfalz, dann haben wir Bündnis mit der Pfalz. Das ist auch spannend. Muss man nicht verstehen, ne? Könnte ich... Ne, Ansbach kann ich nicht vassalisieren, gell? Das hatten wir schon mal, da haben wir schon mal geschaut. Das funktioniert nicht, ne? Das funktioniert nicht. So. Elsass. Hat Österreich auch ein Interesse am Elsass? Wie sieht es mit Lothringen aus? Hat Österreich ebenfalls ein Interesse? Gewann von Österreich? Von Burgund? Ach Gott.
Okay, also ich glaube, Lothringen wird es wahrscheinlich nicht mehr lang geben. Wenn ich mir das so anschaue, gibt es das nicht mehr lang, ne? Ja, wisst ihr was? Das schadet ja nicht, ne? Wenn man so ein bisschen durch die Gegend schleimt. Das hatten wir schon mal. Wie sieht es mit Brandenburg aus? Da könnten wir auch mal wieder ein bisschen verbessern. Naja, von wegen. Muss ich warten, bis der Diplomat wieder da ist. So, jetzt. Jetzt funktioniert es, genau. Wir holen uns hier Geld. So, wie sieht es denn aus? 20% Kriegsstand. 7% haben wir teilgenommen an den Schlachten und an Belagerungen. Ich weiß nicht, wofür dieser Wert wichtig ist. Ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass egal wie aktiv ich in dem Krieg bin, ich kriege eigentlich von, also wenn ich ein Partner im Krieg bin, ein Verbündeter, aber nicht der Initiator, dass ich von der KI nie irgendwas bekomme für meine Dienste. Also, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr da andere Erfahrungen gemacht. Was, der Kirchenstaat schloss ein Bündnis? Aha. Ihr wollt jetzt aber nicht mit in den Krieg, oder? Das wäre ja Wahnsinn. Nö. Achso, die haben ja, klar. Mit Savoy, und Savoy ist ja nur ein Zweiter. Genau, der ist ja nur verbündet. Dummerweise für ihn. Tja, such dir deine Freunde aus, heißt so schön. Such dir deine Freunde aus. Wir sind hier in den Bergen. Okay, das heißt, wir können hier stehen bleiben. Wenn die uns angreifen, kriegen sie den Malus. Habe ich kein Problem damit. Kommt nur. Kommt nur. Ach, das ist die Hauptstadt. Ah ja. Ja gut, Savoy, wenn es so heißt, Savoy. Ja, dann liegt der Verdacht nahe, dass das die Hauptstadt ist. So, ich könnte in der Zwischenzeit nochmal kurz ein bisschen schauen. Wegen Gebäuden, ne? Ausbauten. So, Tempel. Kirchen meine ich natürlich, nicht Tempel. Ja, ihr habt schon wieder gelacht, ich weiß. Also ich glaube, das lohnt sich hier einfach nicht. Ne? Das ist der Aufwand zu groß. Marktplatz. Ulm würde sich lohnen, kriegen wir plus 1,5. Zusätzlichen Handelseinfluss. Augsburg 1,45. Also ich glaube, das wollen wir machen. Das wollen wir auch machen. 1,3 können wir, denke ich, auch noch machen. 1,2 müsste auch noch gehen. Schadet ja nicht. Ne? Und jetzt haben wir keine Kohle mehr, aber es macht nichts. Wir bekommen ja nach wie vor Geld hinzu. Ne? Dank unserer Plünderei hier. Tja, Freunde. Wisst ihr was? Dann können wir ja eigentlich auch noch schnell plündern. Ne? Wenn wir schon mal dabei sind, dann holen wir uns ja auch noch die Kohle. Hier gibt es ja auch noch ein bisschen was zu holen. 6,8. Und hier haben wir fast schon leer geplündert. So, genau. Ein kleines Gefecht. Noch ein bisschen Armeetradition und Prestige. Beziehungsweise Armeetradition haben wir jetzt nicht gekriegt, aber gut. Prestige holen wir uns zumindest. Bei minus 8. Na gut. Das hat jetzt wieder ein klein bisschen Truppen gekostet, aber ja, mein Gott. Schade. Kann ich dann auch nicht mehr ändern. So, jetzt gibt es hier nochmal den großen Kampf um die Hauptstadt. Was ist das jetzt? Rebellenaufstand? Was? Ach so, hier in Ravensburg. Alles wird von Bayern regiert. Ja, jetzt besteht die Wahrscheinlichkeit, dass hier die Rebellen, genau, die Rebellen. Die Rebellen Ravensburg holen. Ich bin mir überlegen, ob ich hier kurzfristig die Autonomie erhöhe. Mache ich auch. Dann haben wir hier nämlich null Unruhe. Aber erhöhte Autonomie, was wieder heißt, weniger Handelseinfluss, weniger Produktion, weniger Steuer etc. Aber hey, ich will auf keinen Fall jetzt mal einen Rebellenaufstand. Deswegen haue ich da halt jetzt einmalig die Autonomie hoch. Mal schauen, ob sich das hier jetzt verändert, ob dieser Wert hier zurückgeht. Da bin ich gespannt, ob das funktioniert. Jawohl, er geht zurück. Okay, also hat was gebracht. Die Warnlampe ist auch verschwunden. Da bin ich noch gar nicht drauf eingegangen. Gelbe Hinweise sind so, ja, solltest du mal hinschauen, pass auf. Und rot ist, schaust dir unbedingt an. Grün ist, ja, ganz nett, wenn man es weiß. So, Missionen. Vertreibt die Hohenzoller, Ansbach, ja, Dann müssten wir uns Ansbach holen. Haben wir noch 10 Jahre. Haben wir noch Waffenstillstand und so, ne? Werdet Kaiser, das finde ich eigentlich viel spannender, diese Mission. Werdet Kaiser. Oh, schaut doch mal hier, Brandenburg würde uns wählen. Ho. Brandenburg würde uns wählen und Trier und Würzburg, da fehlt nicht viel. Da fehlt nicht viel. Das wäre eine Überlegung wert, hier ein Bündnis zu machen. Ho. Das sind ja ganz neue Optionen, Freunde, ganz neue Optionen.
Okay, ich glaube, die Mission ist interessant. Werdet Kaiser. Auf jeden Fall. Geil. Also, haben wir uns jetzt festgelegt, wir wollen Kaiser werden. Brandenburg. Habe ich da schon wieder meine plus 100? Ne, noch nicht, aber bald. Hessen ziehe ich mal wieder ab. Wie sieht es bei mir aus? Wir hätten einen Slot noch frei. Wir hätten einen Slot frei. Ach, da ist das Problem mit der Pfalz. Verdammt. Die haben die Pfalz als... Das ist ja doof. Okay. Das ist schwierig. Ich müsste die Pfalz quasi loswerden. Rivale zu Böhmen, Trier und Elsass. Ja, aber einfach so die Pfalz hergeben? Gleiche Dynastie? Ich weiß nicht. Das überlege ich mir noch. Was waren die anderen? Das war Würzburg, gell? Würzburg war das. Die sind mit der Pfalz verbündet. Sachsen, Württemberg, Memmingen, Mainz und Ansbach. Mainz ist aber kein... Genau, ist kein Kurfürst mehr. Das ist ja Würzburg an diese Stelle gerückt. Ja, da könnte man sich ja durchaus das mal überlegen, aber mit Würzburg nicht ein Bündnis macht. Ich meine, ein Bündnis ist schnell gemacht, ne? Ja. Ja. Warum nicht? So, plus 50 gibt es nämlich, so ein kleines Bündnis. Schadet ja nicht, gell? So, heißt 4 von 4 sind belegt. Aber ich mit Würzburg kann ich... ist ein Erzbistum, gell? Genau. Kann ich keine Staatsehe machen? Das ist okay. Ist auch nicht so wild. So, wie sieht's jetzt aus? Haha, jetzt würden sie gleich uns wählen hier. Schaut mal. Zwei Stimmen haben wir schon. Jetzt haben wir zwei Stimmen. Jetzt bräuchten wir eigentlich bloß noch Trier. Aber das, ja, das ist das Problem mit der Pfalz gegeben. Wie alt ist denn der Kaiser eigentlich? 50! Oh! Der ist schon 50. Okay, da können wir drüber nachdenken. Allerdings müssten wir das gleich machen. Oder sehr bald, dass wir die Pfalz... Ja, verabschieden, weil die Pfalz wird uns nicht wählen. Definitiv nicht. Die wird uns nicht wählen. Die wählt Österreich auf Gedeih und Verderb. Lass uns Trier holen. Als Bündnispartner hätten wir drei Stimmen. Dann könnten wir Kaiser werden. Es würde dann zumindest sehr gut ausschauen. Naja, Freunde, aber das ist eine Entscheidung, die treffen wir nicht mehr heute, denn die heutige Folge ist schon wieder vorbei hier bei Europa Universalis 4. Ich bedanke mich immer fürs Dabeisein und freue mich nach wie vor über Tipps und Tricks und natürlich auch über Daumen nach oben, gell? Vergesst nicht, das Projekt zu unterstützen. Ja, und dann wünsche ich euch an dieser Stelle wie immer bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. Macht es gut und Servus.